Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog. Ich bin gerade in meinem Zockerzimmer, das ist fertig geworden, endlich hier mein Zockerbereich. Und dann hier noch schön meine Trikotrahmen mit Messi, Ronaldinho, hier noch ein paar Schals. Und noch hier das Tuch, was ich von der Choreografie mitgenommen habe vom letzten Ligaspiel. Ja, moin. Auf jeden Fall, Leute, heute gehen wir in die Stadt. Toni holt mich gleich ab. I am Tabak. Die OGs von euch werden ihn kennen, damals noch vom Apo-Clan. Richtig korrekter Typ. Auf jeden Fall, Leute, werde ich jetzt hier gleich zwei Scuff-Controller mit in die Stadt nehmen. Ich habe hier nämlich hier alles voller Scuff-Controller, Leute. Ich habe hier so viele zu Hause. Auf jeden Fall, drei Stück werde ich auf Instagram verlosen. Ich verlinke euch das Bild ganz oben in der Videobeschreibung. Dort steht, was ihr genau dafür machen müsst, um teilzunehmen. Und zwei Stück werde ich in der Stadt verschenken an zwei Abonnenten, die aber auch eine Frage dafür richtig beantworten müssen. Mal gucken, eine Fußballfrage oder eine Call of Duty-Frage. Auf jeden Fall, Leute, ich will ja nicht spoilern, aber bald ist es soweit. 1 Million. Fußball darf nicht fehlen. Yo, Tabak ist jetzt auch eingetroffen. Servus. Was geht ab? Wir fahren jetzt auf jeden Fall in die Stadt. Was brauchst du? Ich hole mir ein paar Schuhe, vielleicht ein Trikot. Schauen wir mal. Ein Trikot? Trikot ist ein gutes Stichwort. Ich hole mir nämlich auch das aktuelle Barca-Trikot. Ich hoffe, die haben das da. Wir sind gerade unterwegs hier im 1er BMW. Komm, Kickdown, Toni. Nach der Stadt gehen wir dann wahrscheinlich noch spontan zum Bolzern. Ein bisschen kicken muss sein. Ist auch ein ziemlich gutes Wetter. Und abends gehen wir vielleicht noch Bowling spielen, Leute. Da muss ich den Toni abziehen. Er hat ein bisschen gepusht, dass er ziemlich gut ist im Bowlen. Nein. Schau mal. Machen wir eine kleine Challenge draus. Ey Leute, ich schwör's euch. Bushido, das neueste Lied, Papa, es ist zu heftig. Ich höre das am laufenden Fließband. Ich habe hier zwei gefolgt, einmal mit dem Lukas und dann noch mit dem Heinrich. Okay, also wollt ihr eine geschichtliche Frage, wollt ihr eine Fußballfrage oder wollt ihr eine Zockerfrage? Eine Zocker? Fußballfrage? Bayern? Okay, was ist deine Lieblingsmannschaft? FC Bayern. FC Bayern? Und deine? Bayern. Auch Bayern? Okay, dann habe ich erstmal eine Frage für dich. So, du hast 5 Sekunden Zeit, okay? Ja. Bisschen plus minus. Erinnerst du dich an das Champions League Finale Bayern gegen Dortmund? Ja. Ja, klar. Okay. Wer hat das Tor geschossen für Bayern? Mandzukic Robin ist richtig. Okay, so, ich gebe dir gleich deinen Preis. Okay, für dich die nächste Frage ist ziemlich simpel. Wie heißt Heinkes mit Vornamen? Jo. Richtig. Okay, Leute, ganz easy. Ich wollte jetzt nicht zu schwere Fragen machen. So, also, ihr bekommt jetzt 2 Preise. Zockt ihr beide ab und zu? Ja. Ja? Call of Duty auch? Ja. Beide? Okay, dann ist perfekt. So, pass auf, Jungs. Ihr bekommt beide jeweils einen Scuff-Controller, Digga. Nummer 1. Nummer 2. Zocker. Ich habe hier für euch noch so Sticks mitgebracht. Die könnt ihr draufpacken, weil das sind die Standard PS4-Sticks und ihr könnt dann andere draufschrauben. Das ist ganz easy erklärt. Ja? Ja. Cool. Alles klar. Ladet dann ein Bild hoch auf Instagram, wie ihr zockt oder so. Markiert mich drauf, ja? Dann like ich die Bilder durch. Okay, alles klar. Ja, machen wir, machen wir. Leute, da ist schon das neue Barca-Trikot. Das muss auf jeden Fall gleich gekauft werden. Ciao, ciao. Oh yeah, Leute. Hier gibt's sogar mit Lockung. Geil, Mann. Ja? Ja, natürlich. Normal, normal, normal. Dankeschön. Ich kann das Bild auf Instagram hochladen. Ich like dir immer durch. Okay, alles klar, ne? Tschüss. Barca-Trikot und M. Jetzt nehmen wir noch Shorts. Sollen wir noch Stutzen nehmen? Sollen wir dich übertreiben? Haben sie auch Stutzen von der aktuellen Saison? Da vorne waren welche, oder? Nicht zum Anziehen jetzt. Nicht zum, nee, nicht jetzt zum Anziehen. Kaufen, kaufen, natürlich. Ja, ich will's ja auch kaufen. Habt ihr auch Schienbeinschuhe? Von Barcelona. Müssen doch mit Eddie wollen. Und ich bestelle Messi-Beflockung und danach suchen wir Schuhe aus. Das machen wir oben, glaube ich. Ja? Ich hole mir auch Schuhe. Schuhe auch? Ja. Ja, genau. Bitte mit Messi beflocken lassen. Ja. 10. Nicht, dass sie dann so 7 hinmacht. Oh shit, die haben hier ein Manu-Trikot mit den originalen Unterschriften. Ey, lass mal die Unterschriften suchen. Digga, das ist echt schwierig zu erkennen. Oh, schwer erkennen. Neymar-Unterschrift, Leute. Krass, Mann. Heftig. Da sind Deutschland die Weltmeister. Da muss man aber irgendwas erkennen.
Man erkennt gar nichts. Das ist ein Klingel. Enter. Lazio. Die haben echt alles. Richtig cooler Laden. Die haben hier einfach fast jedes Team. Wir steppen jetzt noch in den nächsten Laden, weil Toni hat keine Schuhe gefunden. Übrigens, Leute, gibt es eine richtig lustige Geschichte mit dem Toni. Ich habe einmal in meiner YouTube-Karriere in den Kommentaren nach Abos gegeiert und das war genau das war bei ihm. Double Nuclear Live damals. Ja, genau. Er hat Double Nuclear Live hochgeladen und ich habe dann so in die Kommentare geschrieben: Hehe, ich habe eine Woche vorher das auch schon erspielt. Ja, Mann. Das war Apokalypto-Zeit noch. Ja, Mann. Falls ihr noch kennt, schreibt es in die Kommentare. RS6, was ein geiler Wagen. Oi, 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 oi. Toni, zeig mal deinen Einkauf, deine Schuhe schnell. Oh, shit. Die sind fresh, Jungs. Ja, mit denen kann man echt gut spielen, Mann. Taugen. Probieren wir jetzt gleich aus. Range Rover Mansory. Ich muss echt mal mich ein bisschen sonnen, Alter. Ich bin so weiß. Unter Kubas Video haben sie geschrieben, noch nie so einen Käse gesehen. Top-Kommentar. So weiß ich auch. Hab ich immer gesagt. Digga. Ja, Mann. Leute, mit Stutzler am Start. Mich würde echt mal was interessieren, Leute. Und zwar, wenn ihr Barca-Fan seid, dann lasst ihr jetzt mal bei dem Video einen Daumen nach oben da. Ich möchte einfach mal wissen, wie viele Abonnenten von mir sind Barca-Fans. Und schreibt es auch in die Kommentare. Und ich möchte wissen, wie viele Leute sind Kroatien-Fans. Genau. Am Sonntag müsst ihr die Daumen drücken gegen Island. Alles klar? Ey, falsches Trikot an, Bruder. Kann ich auch drauf? Ja, kommt alle drauf. Wollen wir alle zusammen einfach? Ja, danke. Wie viele Likes hast du? Wie viele Likes? Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin auch Profi-Fußballspieler. Hier, schau, Digga. Komm mit. So, Leute, jetzt auf dem Bolzplatz, paar Schüsse. Danach machen wir vielleicht noch eine kleine Challenge, Toni und ich, mit Mini-Bestrafung. Lass auf Ansage machen, ist auch lustig. Wie? Ich sag dir, wohin? Ja, komm oben rechts. Ja, oben rechts. Ja, oben rechts. Okay, jetzt mache ich oben rechts. Oh Gott. Wahrscheinlich oben rechts, Leute, oder? Kennt ihr das, wenn ihr euch neue Schuhe holt und dann denkt ihr so, es läuft automatisch, ihr müsst gar nichts mehr machen? Beide neue Schuhe, es ist immer noch oben rechts. Komm. Ich glaube, wir sollten das mit den Freistößen auf jeden Fall lassen. Wir machen jetzt ein paar Eckbälle, Leute, wer als erstes direkt reintrifft. Und Dienstag kommt ein richtig geiles Freistoßvideo noch mit Kubanito. Da habe ich auch ein paar coole rausgehauen, also freu dich auf Dienstag. Der Verlierer bekommt einmal Arschbolzen. Ich fange an, Leute, komm! Wir machen jetzt noch ein freshes Insta-Pick, Leute, mit dem neuen Jersey und danach fahren wir zum Bowling. Wir sind auch schon angekommen beim Bowling. Richtig geil hier mit, ich glaube, 50 Bahnen insgesamt. Ganz dort hinten ist auch so ein bisschen Dubai-Feeling. Toni und ich spielen jetzt eine Runde mit Bestrafung. Barca gegen Kroatien. Jawohl. Was Bestrafung? Arschbolzen mit Bowlingkugel. Oh, nein. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das geht gar nicht. Beim Boxautomat musst du so deinen Kopf hinter den Boxsack stellen und dann so BAM! Weil der andere nimmt den Kopf von den einen und dann haut den. Wir machen irgendwas am Boxautomaten als Bestrafung, Leute. Warum hast du eigentlich die Nummer 20 hin? Das habe ich von Freunden zum 20. Geburtstag bekommen. Oh, krass. Erster Wurf. Ja, nicht schlecht. Ich habe früher ziemlich erfolgreich gekegelt, also eigentlich kann ich schon ganz gut bowlen. Ich mach nie wieder eine Ansage in die Kamera. Jungs, der zählt nicht. Bam, bam,
Hrvatska, Jungs. So ein schlechter Anfang von mir und Toni legt direkt los. Los! Er legt direkt los! Was? Lächerlich, Alter! Nicht daneben lässt. Ey Leute, was ist denn das? Paul Split und dreimal hintereinander 9. Drei Splits, Leute, und dreimal 9. Jetzt kommt Michael Jackson Musik. Das war so wichtig. Ist auch zu lustig. Toni isst nach jedem Wurf immer Pommes. Ich lasse meine Portion noch komplett unberührt, weil ich absolut tryharde und gewinnen will. Oh mein Gott, Leute, das ist so spannend. Toni hat 101, ich habe 82, aber mir zählt es doppelt. Ich kann es doch packen. Eigentlich bin ich unter Drucksituationen viel leistungsfähiger. Ist wirklich. Heute bitte nicht. Auf geht's. Oh nein, Mann, der kommt gut, Mann. Oh mein Gott. Das gibt's nicht. Ich habe noch nicht genug. Alter! Oh mein Gott! Es geht nicht spannender! Spanische. epische Musik ab! Hast du dein Gamer Grip dabei? Oh mein Gott, jetzt hilft's ja! Oh mein Gott! Ich hab gewonnen, ich hab schon unter 2. Okay, Leute, wir sehen uns dann bei der Bestrafung wieder. Toni, würdest du dich jetzt hier davor stellen? Zeig mal ungefähr, wie du dich hinstellst. Genau. Genau so, Leute. Und ich boxe dann noch einmal dagegen. So ein bisschen Hohlkreuz, so wie die Mädchen auf Instagram. So bei Sport. Ja. Okay, 1, 2, 3. Ja, okay. Der hat nicht mal gezählt. Okay, nochmal. Ich muss schon stärker machen. Du musst schon gescheit. Ich trau mich nicht. Ja, okay. Mach schon gescheit. 1, 2, 3, warte. Ah, was? Ja, das war drüber. Du musst dich eben weiter hochstellen. Ja. Du musst, okay, mach hoch. Du musst nicht hoch. Ja, so passt. Hier hoch? Ja. Ja, genau. Nee, geh näher. Max, du musst komm. Nicht näher ran. Ah. Ja, so, genau. Okay. Oh. Okay. Hat es euch wehgetan ein bisschen? Bisschen, echt? Ja. Okay. Schau, ist es rot? Ja, ist echt ein bisschen rot. Krass. Ja. Heftig. Okay, also machen wir es noch eine Challenge, Leute. Wer macht mehr Punkte? Er hat echt die richtige Technik, also wirklich. 810. Oh. Ah, Anton hat gewonnen, Mann. Ich hab gewonnen, Leute. Shit. Gibt's noch eine Bestrafung? Komm, wir machen. Ich muss die Szene kurz nachkommentieren, Leute, weil mein Mikro absolut am Rauschen war. Yay, wir sind gerade im Zimmer vom Toni, spielen jetzt noch eine Runde FIFA. Ja, Anton, das will eigentlich keiner mehr hören, das interessiert niemanden mehr. Wir essen jetzt noch ganz, ganz viele Pfannkuchen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich verlose auf Instagram noch 3 SCUF-Controller. Ja, Toni, beruhig dich im Hintergrund, du kriegst deine Bestrafung beim nächsten Mal ganz, ganz sicher. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ach, Anton, sei doch einfach leise und halt's Maul.